das Finale steht an. Das Finale der WM 2018 und damit auch die letzte Prognose zur WM 2018 und mit FIFA 18 auf diesem Kanal. FIFA 19 wird tatsächlich eventuell Prognosespiele bekommen. Hundertprozentig will ich mich nicht festlegen, aber aufgrund des neuen Champions League-Modus in FIFA 19 habe ich mir überlegt, dass wir dort eventuell auch Prognosespiele zu FIFA 19 machen werden und dann zwar Champions League, nicht jedes Spiel, weil das wäre viel zu viel, aber in den K.O.-Spielen kann ich mir schon mal vorstellen, dass wir dann irgendwann zwei pro Woche machen werden. Während der Gruppenphasenspiele werde ich mir wohl immer so das Highlight rauspicken. Kommt allerdings auch ein bisschen darauf an, wie der Champions League-Modus von FIFA 19 umgesetzt ist. Ist der nämlich nicht so gut, dann lassen wir es vielleicht doch. Also mal schauen, wir werden es dann sehen. Jetzt erstmal die Hymne. Die Favoriten Frankreich gegen die Underdogs aus Kroatien. Kroatien hat jetzt dreimal hintereinander 120 Minuten Spielzeit in den Knochen, zweimal davon Elfmeterschießen und haben einen Tag weniger Regenerationszeit als die Franzosen. Also ich sag mal, was rein die körperliche Leistung angeht, spricht eher für Frankreich. Auch was die individuelle Leistung der einzelnen Spieler angeht, spricht eher für Frankreich. Aber im Fußball ist alles möglich. Und vor allem in einem Spiel, in diesem großen Finale, setzt das jetzt teilweise vor allem bei Underdogs Kräfte frei, die man so tatsächlich nicht für möglich gehalten hätte. Also ich denke, im Finale ist immer alles offen, egal wie es geht. Trotzdem muss ich natürlich auch am Ende des Spiels wieder tippen und da kann ich an dieser Stelle schon mal ganz kurz sagen, wieso, weshalb, warum. Ich vermutlich wie tippen werde, denn ich habe vor der WM, habe ich ja schon im Halbfinale erzählt, wenn mich vor der WM jemand gefragt hätte, wer wird Weltmeister, hätte ich als erstes Brasilien gesagt, wegen der unfassbar souveränen, vielleicht einer der souveränsten WM-Qualifikationen des südamerikanischen Landes ever. Hätte ich ganz klar auf die getippt. Die sind dann nun mal raus und als zweiter Name, den ich hätte fallen lassen, wäre für mich Frankreich gewesen. Es hat einen Grund gehabt, weshalb ich auch schon in letzten Ultimate Team, die allererste Mannschaft, die ich mir gemacht habe, ein reines Frankreich-Team gewesen wäre, mit Spielern wie Mbappé, Lemar, Griezmann, Lacazette und Co. vorne, weil mir die Mannschaft einfach unfassbar gut gefällt und die Einzelspieler. Ein paar Schwächen hatten sie dann doch auf den Außenverteidiger und den Torwartpositionen, deswegen habe ich dann später halt auch umgebaut, aber am Anfang war es halt ein reines Franzosenteam und ja, für mich ist es einfach, was die Einzelspieler anbelangt, aktuell eine der stärksten Mannschaften der Welt. Und Kroatien natürlich, weil ich jetzt eben Brasilien als WM-Favorit gesagt habe, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Kroatien hingegen hat super gute Spieler. Dass sie eine gute Mannschaft haben, das weiß jeder. Rebic hat Bayern im DFB-Pokalfinale auseinandergenommen, Kramaric bei Hoffenheim eine gute Rolle gespielt. Modric und Rakitic muss man gar nichts zu sagen, genauso wie Mandzukic, was der in der Champions League da mit seinen Toren abgezogen hat, war auch Weltklasse. Hätte ja fast noch für die Sensation da gereicht. Kopfballstärke hat der Junge auf jeden Fall. Also, dass die Mannschaft nicht zu unterschätzen ist, das sollte man wissen. Trotzdem hat, glaube ich, kaum jemand mit einem Finale gerechnet, selbst aus dem eigenen Land. Also, da hat man schon noch ein paar andere Mannschaften vor denen gesehen. Umso überraschender sind sie hier und umso mehr Motivation haben die vielleicht. Das wäre jetzt gerade dann doch vielleicht mal das allererste WM-Tor von Giroud gewesen, nachdem das ja quasi der schwächste Mann im Spiel gegen Belgien gewesen ist. Drei Riesenchancen hat er von Mbappé und seinen Mitspielern auf die Füße gelegt bekommen. Zweimal davon stand er völlig allein vom gegnerischen Torwart und hat aber beide komplett versemmelt. Stattdessen muss mal wieder ein Abwehrspieler dann das Tor machen. Nämlich Umtiti, der jetzt gerade eben hier gerettet hat. Und alles in allem, ja, sehe ich deswegen Frankreich als Favorit. Und ich denke, es wird ein ähnliches Spiel werden können, wenn Frankreich wieder die Führung gelingt, wie gegen Belgien. Sollten sie das 1-0 machen, werden sie sich hinten komplett einmauern. Da ist Subasic schon mal wieder, wie schon die ganze WM, mit einer überragenden Leistung. Aber da ist Pogba, da ist wieder Strinic auf der Linie. Und da ist Varane. Strinic, hoffen wir mal, dass der spielen kann. Das sah ja in der Verlängerung nicht so gut aus, als er gegen England raus musste. Aber zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme,
Ist dazu noch keine Information bekannt, von daher gehe ich einfach mal grundsätzlich davon aus, dass beide hier in ihrer Bestbesetzung antreten können. Giroud auf Griezmann und die Latte. Sie drehen langsam auf, die Franzosen. Ich rechne damit, dass Frankreich wieder Turbo starten wird, bis das 1-0 fällt und man dann wie gegen Belgien sich komplett hinten einmauert. Es hat gegen Belgien bis zum Ende geklappt und man konnte dann mit ihren schnellen Spielern, mit Mbappé, mit Griezmann und Co. konnte man dann den einen Konter nach dem anderen ziehen. Und wenn man dann nicht hinten Courtois gehabt hätte bei Belgien, dann wären wahrscheinlich noch ein, zwei weitere Tore gefallen. Subasic ist auch ein super Torwart, ein brillanter Torwart, hat er in diesem Turnier auf jeden Fall gezeigt. Trotzdem, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Frankreich meiner Meinung nach einfach der Favorit ist. Und ich will jetzt hier, Fußball kann alles passieren, aber man muss hier auch tippen. Und ich kann ja nicht tippen, ja, kann alles passieren, sondern ich muss hier ein Ergebnis, ich muss mich ja irgendwie auf ein Ergebnis festlegen. Und deswegen sage ich einfach, da Frankreich der Favorit ist, tippe ich deswegen, dass Frankreich eventuell das erste Tor machen könnte. Und wenn das passiert, dann tippe ich auf einen ähnlichen Spielverlauf wie gegen Belgien. Und das würde bedeuten, dass Frankreich sich irgendwie hinten reinstellt, die Konter fährt. Und ich glaube, dass sie dieses Mal einen dieser Konter dann vielleicht auch nutzen werden. Und deswegen tippe ich tatsächlich auf ein 2-0. Das heißt nicht, dass ich finde, dass Frankreich zwei Klassen besser ist als Kroatien, sondern einfach, weil ich das vom Spielverlauf her am realistischsten halte. Dass Kroatien irgendwann aufmachen muss und nach vorne drängen muss. Und tatsächlich einer der Schwachpunkte, die Kroatien hatte, waren ja ab und zu mal die Innenverteidiger. Also wieder hat sich da so das ein oder andere Mal halt auch eine Sache geleistet hinten, die man so als Finalist nicht machen darf. Und ich glaube, gerade eben, wenn dann so ein schneller Konter von dem Mbappé kommt, dann kann so ein Fehler sich da schnell mal einschleichen und dann könnte das 2-0 fallen und dann ist alles gelaufen. Von daher tippe ich deswegen auf ein 2-0 für Frankreich. Wir lassen uns überraschen. Man drückt natürlich dem Underdog die Daumen. Aber wer weiß, was passiert, wenn so ein Griezmann-Pass, so ein Griezmann-Schuss nach so einem Mbappé-Pass kommt? Dann kann da auch Kroatien nicht mehr viel machen, dann kann da auch unser Basic nicht mehr viel halten. 1-0 für Antoine Griezmann. Endlich ist er mal wieder erfolgreich. Bislang ja ziemlich gut aus seiner Leistung geblieben im Turnier. Vielleicht spart er sich die ja fürs Finale auf. Ein bisschen in den Schatten gestellt von seinem eigenen Nationalmannschaftskollegen hier bei diesem Turnier. Mbappé, der quasi in jedem Spiel seine 3-4 Weltklasse-Aktion hat, wo man einfach nur wieder staunen kann. Ich persönlich finde die Mannschaft von Paris Saint-Germain nur relativ unsympathisch. Deswegen finde ich es schade, dass er bei so einem Verein spielt. Nein, ach Quatsch. Wenn Paris gut spielt, dann gerne, aber trotzdem, ich finde andere Mannschaften dann doch deutlich sympathischer als Paris. Und für mich ist aber Mbappé aktuell vielleicht sogar der am besten zuzuschauendste Spieler der Welt. Ich sag mal, Ronaldo und Messi und Co. haben wahrscheinlich mit ihrer Erfahrung noch ein paar Klassen voraus. Aber vor allem Ronaldo und Messi sind mittlerweile halt auch in ein Alter gekommen, wo sie halt diese ganz krassen Dribblings und Verrenkungen und Co. jetzt nicht mehr machen, sondern Ronaldo hat seinen Spielstil auch umgestellt. Und der ganz, ganz frische, junge Spielstil von Mbappé, der ist, finde ich, zum Zuschauen aktuell vielleicht sogar der attraktivste der Welt. Fällt zumindest kaum den Spieler ein, der mich immer wieder, auch schon bei Paris-Zeiten, also auch in der letzten Saison schon und auch schon zuvor bei Monaco, immer wieder so vom Hocker gerissen hat. Jetzt sind wir aber bei der Halbzeit angekommen. Frankreich führt mit 1-0 gegen Kroatien. Wie gesagt, jetzt wird es schwierig für die Kroaten. Frankreich hier definitiv die bessere Mannschaft. Bei England gegen Kroatien aber auch lange Zeit. Kroatien hat nicht viele Torchancen gegen die Engländer bekommen, da sie sich auch nach ihrer 1-0-Führung hinten eingemurmelt haben. Aber die haben gezeigt, die Kroaten, dass sie nicht viele Torchancen brauchten. Drei große Chancen hatten sie. Und das war einmal Pfosten und zweimal Tor. Von daher müssen die Franzosen hier besonders aufpassen, dass da keiner durchkommt. Kopfballstärke hat man da vorne mit Mandzukic natürlich auch eine, wie kaum ein anderer Stürmer sie bei diesem Turnier hat. Also das Ding hier ist noch lange nicht entschieden. Warte mit dem Vorwärtsgang. Modric, Perisic, Rebic. Schön auf Perisic! Da steht Varane im Weg. Zweite Chance, Umtiti diesmal im Weg.
beim Schuss von Mandzukic. Zweimal noch ein Innenverteidiger gerade so dazwischen. Hätte ansonsten eine gefährliche Situation werden können. Jetzt geht's nach vorne. Pogba auf Mbappé. Und der zündet mal eben den Turbo. Wenn das einer so kann, dann er. Ach, da versucht das selbst. Hat wohl aus dem letzten Spiel schlechte Erfahrungen gemacht, den auf Giroud abzulegen. Und er hat das jetzt mal selbst versucht, aus dem Winkel natürlich mehr als optimistisch. Und da zeigt Griezmann mal, dass man es trotzdem aus der Distanz versuchen kann. Gegen Uruguay hat es aufgrund eines riesigen Torwartpatzers dann gelangt. Hier hätte eventuell kein Torwartpatzer kommen müssen, denn der war unfassbar scharf am Außenpfosten vorbei. Er hat ihn fast noch gestriffen. Hat man gesehen, wenn man darauf geachtet hat, wo der Ball denn gelandet ist. Das war sehr, sehr knapp an seinem zweiten Tor heute vorbei. Aber offensiv, wie gesagt, die Kroaten müssen echt aufpassen, gerade bei solchen Leuten wie Griezmann und Mbappé da vorne. Sie dürfen nicht zu offensiv gehen, ansonsten können diese Spieler, die sowas von leicht auskontern. Hernandez, und da ist Mbappé! Die Klasse hat er dann doch noch nicht, um den von da aus dann per Volley, per Seitfallzieher da irgendwie ins Tor reinzuhauen. Aber das ist eben wirklich das große Problem gegen die Franzosen. Wenn die führen, dann ja, murmeln die sich hinten in ihrer Verteidigung ein, um dagegen diese doch mittlerweile relativ gute Verteidigung durchzukommen. Musst du dann halt viel nach vorne investieren und musst du dich natürlich hinten aufmachen. Und das ist dann eben genau das, worauf ein Mbappé und ein Griezmann lauern. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit, gegen diese Franzosen hinten zu liegen. Mbappé, den bekommt er nicht. Hat Lovren ihm tatsächlich den Ball abgelaufen, dass das möglich ist. Wer hätte damit gerechnet? Rebic, Badej. Vielleicht mal mit einer guten Kombination jetzt nach vorne. Mandzukic. Schöner Ball auf Perisic. Guter Doppelpass mit Mandzukic. Aber ist immer noch ein Franzose da hinten. Und dann muss man auch wieder zurück. Und jetzt der Ballverlust und jetzt vielleicht das schnelle Umschaltspiel. Giroud auf die Außenbahn. Da ist natürlich Mbappé. Da ist Pogba. Der wartet einen Moment zu lang. Aber gute Balleroberung von Kanté. Und jetzt geht's wieder nach vorne. Hernandez. Giroud. Griezmann, den kann er besser nehmen. So ist es ein leichtes für Subasic, den aufzusammeln. Es bleibt spannend hier. Was macht Kroatien? Fällt denen noch was ein? Fällt denen noch eine Möglichkeit ein, nach vorne durchzukommen, ohne alles nach vorne werfen zu müssen? Und damit in die Gefahr zu laufen, in einen Konter zu laufen? Wenn nicht, dann muss man jetzt gleich alles nach vorne werfen. Eine andere Möglichkeit besteht dann natürlich nicht. Es geht hier immerhin um den Titel des Weltmeisters. Den Nachfolger der deutschen Nationalmannschaft. 4 Jahre lang, egal auf wen man trifft, wird man dann immer wieder als der Weltmeister bezeichnet. Ein besseres Gefühl kann man, glaube ich, dann als Nationalmannschaft nicht haben. Gerade für Kroatien wäre das ein Erfolg, der historisch wäre. Rebic geht raus, Kramaric kommt rein. Offensiver Wechsel, man will ein bisschen neuen Schwung in die Offensive bringen. Vermutlich will man das, wenn möglich, noch so 5-6 Minuten hinauszögern, dass man alles in die Offensive werfen muss. Jetzt ist man schon ein bisschen offensiver und deswegen eröffnet sich hier die Lücke, aber Giroud vertändelt mal wieder eine große Chance, wenn er den irgendwie zu Mbappé rübergebracht hätte und der Weg wäre eigentlich frei gewesen darüber. Dann hätte das die Entscheidung sein können. Und Kroatien wirft jetzt viel nach vorne. Wieder Seiko. Schön durchgesetzt. Modric mit der Hacke auf Kovacic. Da ist wieder, da ist Mandzukic. Aber jetzt den Ball zu verlieren, wäre eine ganz schlechte Sache. Deswegen lieber den sicheren Pass zurück und noch eine bessere Chance rausarbeiten. Wir stehen jetzt gleich mit allen Mann hier um den gegnerischen 16er. Lori, wie schon in den letzten Spielen, lieber mit der Faust wegprallen statt fangen. Und da wäre beinahe die Konterchance gewesen, aber bei Day rettet das Ganze nochmal. 5 Minuten noch, jetzt ist der Fehler, jetzt ist die Konterchance da. Antoine Griezmann sieht oben Mbappé und das könnte das Aus sein für Kroatien. Und das ist das Aus.
Genau davon haben wir gesprochen. Wenn es denen bis zur 80. Minute nicht gelingt, hier den Ausgleich zu erzielen, dann müssen sie alles nach vorne werfen und dann ist die Gefahr so riesig gegen diese Franzosen mit Mbappé und Griezmann in einen Konter zu laufen. Und genau das ist passiert. Da kann dann auch Subasic nichts mehr machen. Und das müsste die Entscheidung sein. Wenn hier jetzt nicht noch mehr Historisches passiert, als es sowieso schon ist, dass Kroatien hier im Finale steht. Wenn dann hier nicht noch mehr Historisches passiert, dann ist das die Entscheidung. Und da ist auch die Kraft bei den Verteidigern jetzt raus. Jetzt machen sich die 3x90 Minuten wohl doch bemerkbar. Und dann macht Frankreich den zweiten Deckel drauf. Paul Pogba mit seinem Standardjubel hier entscheidet das Ding letztendlich. Also es ist bitter, aber wie gesagt, in diese Konter läuft man dann nun mal, wenn man alles nach vorne investieren muss. Es gibt noch mal einen Freistoß, aber jetzt innerhalb von 1 Minute und 20 Sekunden 3 Tore zu erzielen, das wird ganz schwierig. Stattdessen wäre hier beinahe nochmal die Chance für die Franzosen gewesen. Das ist die Zeit ist abgelaufen, das Finale ist vorbei, Frankreich gewinnt den Titel. Und Kroatien muss als zweites raus, aber ich denke mal, keiner von denen, ich meine, natürlich überwiegt jetzt erstmal die Trauer, aber jeder von denen sollte stolz sein. Ein Finale, das ist historisches für Kroatien. Da sollten die Jungs stolz drauf sein, weil die hatte keiner auf dem Zettel vor der WM. Die Franzosen schon, aber die Kroaten, die hatte keiner vor der WM auf dem Zettel. Die sollten stolz auf ihre Leistung sein, egal wie das hier ausgeht. Mein Tipp habe ich schon verraten. Die Prognose hat er dann, ja, das Bittere, wenn man kurz vor Schluss zurückliegt und alles aufmacht, dann kriegt man eben noch ein, zwei Konter und kriegt dann in diesem Fall auch noch direkt zwei Gegentore. Deswegen fällt das Ergebnis ein bisschen hoch aus. Im Endeffekt natürlich aufgrund der dominanten ersten Hälfte hier für Frankreich auch verdient der Sieg, aber naja, in der Höhe nicht unbedingt. Das war's, das war die letzte Prognose von der WM 2018. Wie hat's euch gefallen? Soll ich es in der nächsten EM wieder machen? Die meisten Kommentare waren ja positiv, es sei denn von den Leuten, die reingeschaut haben und deren Mannschaft nicht gewonnen hat. Denen hat's nicht so gefallen, aber... Normalerweise kommen die Prognosen ja eigentlich doch relativ gut an und von daher, wie gesagt, ich werde mir den Champions-League-Modus dann in FIFA 19 einmal anschauen. Das heißt, bevor FIFA 19 released wird, wird es vermutlich keine weiteren Prognosen geben. Sobald FIFA 19 released ist, schaue ich mir mal immer so an, wie der Champions-League-Modus so läuft und ob der schön gemacht ist und so weiter und so fort. Wie das denn mit den Teams denn so alles ist, ob die denn auch aktuell sind, müssten sie dann aber natürlich. Und dann, ja, tun wir uns das, glaube ich, gemeinsam mal an. Dann suche ich mir immer so in der Gruppenphase 1 bis 2 Highlight-Spiele pro Woche raus und in der K.O.-Phase suche ich mir dann im Idealfall, also suche ich mir dann, glaube ich, immer 2 Highlight-Spiele raus. Müssen nicht immer mit deutscher Beteiligung sein, wäre, glaube ich, auch langweilig, wenn wir nur die Bayern und Dortmund und keine Ahnung, wen noch Gegner raussuchen würden. Schalke, Gegner und Co., wenn man nur die raussuchen würde, die sind sicherlich, also Fokus ist natürlich auf den deutschen Nationalmannschaften, muss man so sagen, Nationalmannschaft vor allem, aus den deutschen Nationen, weil die sind natürlich für Leute aus Deutschland eben etwas attraktiver. Das heißt, wenn da ein gutes Spiel ansteht mit Schalke, Dortmund oder Bayern-Beteiligung oder vielleicht Hoffenheim-Beteiligung, je nachdem, wenn da ein interessantes Spiel ansteht, dann werden wir das auf jeden Fall tun. Ansonsten werde ich mir halt einfach immer Top-Spiel aussuchen, also wenn in der Gruppenphase halt schon, dann weiß ich nicht, den AC Mailand, der hat sich glaube ich nicht qualifiziert. Wer ist denn dabei in Los Top 2 zum Beispiel? Weiß ich doch jetzt nicht. Das steht ja noch gar nicht, was sie los. Wenn irgendwelche interessanten Mannschaften auf anderen treffen und das interessanter ist als das deutsche Duell, dann kommt das auf jeden Fall ran. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich 2 Prognosen wöchentlich bringen sollte, dass dann eine mit einer Beteiligung eines deutschen Teams ist und ein anderes ist dann ein zusätzliches Highlight-Spiel. Wenn dieses Highlight-Spiel auch mit einer deutschen Beteiligung ist, dann schön. Wenn nicht, dann ja, kann eben so ein Spiel wie Paris Saint-Germain gegen Real Madrid auch gerne mal kommen. Also das ist dann was ich mir nicht entgehen lassen möchte. Da will ich dann nicht einen, weiß ich nicht, Dortmund gegen Ajax oder sowas vorziehen. Da ist dann natürlich das der Knüller. Jetzt aber genug gequatscht. Wie gesagt, das war die letzte Prognose für die WM 2018. Hat Spaß gemacht. 64 Parts. Gerade die Gruppenphase war wieder anstrengend des Todes. 4 Fußballspiele, teilweise so 3 bis 4 Fußballspiele täglich anzuschauen und dann noch 3 bis 4 Fußballspiele täglich aufzunehmen.
zu rendern, hochzuladen, Thumbnails zu erstellen und so weiter und so fort, ist eine Riesenarbeit, die ich nicht weiß, ob ich sie in 4 Jahren noch einmal machen werde, weil ich in 4 Jahren mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein Student mehr bin, sondern dann einen festen Job haben werde. Und dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr die Zeit haben, halt so eine Riesenarbeit zu machen. Das heißt, es könnte rein theoretisch die letzte WM gewesen sein, an der wir sowas tun. EM ist noch möglich. EM 2020 ist noch möglich, dass wir das noch zusammen einmal durchziehen. Aber bei der WM 2022, da sollte mein Studium dann auch beendet sein. Und somit dann nicht mehr möglich sein, da ich mit YouTube eben kein Geld verdiene und somit auch das niemals hauptberuflich machen werde, wird da die Chance wohl nicht groß sein, dass wir bei der WM 2022 das Ganze noch einmal machen werden. Das heißt, es könnte tatsächlich die zweite und damit letzte WM sein, die wir vollständig prognostiziert haben. Wie gesagt, die EM, die ist noch durchaus möglich. Damit könnte es auch die zweite und damit letzte EM sein, die wir machen. Mal schauen. Vielleicht entwickelt sich auch alles ganz anders und ich habe dann einen Job, den das dann doch möglich ist. Man weiß es nicht, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber aktueller Stand ist, dass das vermutlich die letzte WM war, in der wir das so in diesem Maße durchziehen konnten. Dann vielleicht da auch nur Highlight-Spiele oder pro Tag ein Spiel. Maximal. Man sieht es dann an. So, das war es jetzt auf jeden Fall. Wie gesagt, habe ich jetzt schon 3-mal gesagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet dann auch bei den anderen Prognosen und bei den anderen Projekten auf meinen Kanal wieder ein. Da gibt es auch genug andere Let's Plays. Wir werden zu FIFA 19, je nachdem, selbst wenn der Champions League-Modus richtig kacke sein sollte und keine Prognosen kommen sollten, wovon ich nicht ausgehe, dann werden wir trotzdem in Ultimate Team reinschauen und trotzdem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Journey-Modus machen. Also FIFA-Content wird es trotzdem geben zu FIFA 19, so oder so. Also, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis dann